Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News heute. Heute reden wir zum allerersten und zum allerletzten Mal über Promi-Büßen, denn natürlich, das große Finale lief gestern auf Pro7 und ich habe es euch versprochen, dass ich zumindestens, wenn ich schon die Berichterstattung zu Promi-Büßen nicht mache, zu Promi-Büßen zum Finale etwas sagen. Und das passt auch ganz gut in die Berichterstattung rund um Forsthaus Rampensau, denn da sind ja die Büchner-Kids in aller Munde. Und die Mutti hat ja bei Promi-Büßen ja auch für Furore gesorgt. Und da diese Themen miteinander sehr gut jetzt zum Schluss verschmelzen, habe ich mir gedacht, das nehmen wir doch auf. In Zeiten, wo Trashgold wenig vorhanden ist, können wir auch darüber sprechen. Und das ist sehr interessant, denn Dani Büchner hat sich aufopfernd gegen 43.000 € entschieden. Könnt ihr euch nicht vorstellen? Könnte ich mir auch nicht vorstellen. Habe ich mir aber vorgestellt und Tatsache scheint das so gewesen zu sein. Darüber sprechen wir heute. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Danny, vielen herzlichen Dank für deine Berichterstattung, dann fühle dich herzlich eingeladen, dich dieser mittelgroßen YouTube-Familie anzuschließen. Mit dabei der Katzenreporter, der hat sich nochmal gedreht, der hat heute auch schon früh angefangen, für euch zu arbeiten. Also, was ist passiert? Promi-Büßen ist ins große Finale gegangen. Da habe ich für euch einen sehr interessanten Artikel rausgesucht, der das sehr gut formuliert. Da könnte ich dann meine Meinungen zugeben. Und ich habe eine Story von Dani eingefangen, die sie von Jolina repostet hat. Und da muss ich gleich zu Beginn etwas sagen. Das ist mir nämlich ganz, ganz wichtig, weil hier ist der Zusammenhang nicht da. Ach, das ist so schwierig. Okay, meine Liebe, ich schalte gleich rüber und dann gehen wir hier schon gleich ins Thema. Also, hier seht ihr, dass Jolina das Promi-Büßen-Finale schaut und es geht halt darum, dass Dani Büchner Leon Mascher ins Finale geschickt hat und drauf verzichtet hat. Quasi. So müsst ihr euch das vorstellen. Ich gehe da auch noch gleich genauer drauf ein. Und mir geht es jetzt aber erstmal um das, was Jolina geschrieben hat, die Tochter von Dani, die Dani drauf verlinkt hat. Und das ist das, was sie schreibt. Alles oder nichts. Und Dani Büchner hat sich gegen 43.000 € entschieden und Leon Mascher ins Finale geschickt. Und dann wird man im Netz von vorne bis hinten gehatet, obwohl man den Menschen nicht kennt, vielleicht mal kurz nachdenken. Zitat Ende. Und hier muss ich wirklich sagen, liebe Jolina, ich würde dich bitten, dass du einen Moment kurz drüber nachdenkst, weil Dani Büchner kann ja nicht alles, was in den letzten Jahren vorgefallen ist, für alles das, was die Menschen sie kritisieren, mit einer Entscheidung in einer Sendung im Finale, was die Menschen jetzt zum ersten Mal sehen, nicht wieder gut machen. Es ist so ein Quatsch. Selbst der Hater, der vor einer halben Stunde noch Dani Büchner gehatet hat, wird ja nicht seinen Kommentar von vor einer halben Stunde jetzt zurückziehen können, weil er das gesehen hat. Zu dem Zeitpunkt war ihm das ja noch gar nicht klar. Also ich finde das total an den Haaren herbeigezogen. Und ja, es war von Dani eine tolle Entscheidung, darüber reden wir gleich. Aber grundsätzlich gilt ja, man kann nicht mit einer guten Tat alles wieder gut machen. Sein Image komplett wieder aufpolieren. Das funktioniert halt einfach nicht. Und denn dann dieses zu nutzen, um denn dann zu zeigen, hey, ich bin ein besserer Mensch, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hier hat Jolina aus meiner Sicht sowas von überreagiert, zu schnell rausgeschossen, ohne drüber nachzudenken, dass das jetzt wirklich wieder so ein Strudel nach unten ist, ja. Nun gut, worum geht es? Es geht hierum, um den Artikel Dani Büchner schmeißt im Finale hin. So kann man es auch formulieren. Ja, das war aber jetzt nicht meine Idee, das war das war nur das Zitat. Und zwar, das ist ein Artikel, ich fasse ihn euch so ein bisschen zusammen, das ist so ein Hin und Her von Zitieren und Zusammenfassen. Ich denke mal, das wird euch mehr interessieren. Es ist auch kein Bild-Plus-Artikel, also ich darf ihn euch auch zeigen. Yvonne Wölke und Jürgen Trovato fliegen raus. Für TV-Detektiv Jürgen Trovato und Seitensprung-Sternchen Yvonne Wölke. Das ist auch toll, oder? Wenn man sich mal irgendwo für einen Job bewirbt und dann steht in der Vita Seitensprung Sternchen Yvonne Wölke. Ist der Traum bereits nach wenigen Minuten aus? Sie müssen das Promi-Büßen-Camp verlassen. Bei Wölke kullern die Tränen. Zum Abschied nehmen bleibt jedoch kaum Zeit, denn die verbliebenen Kandidaten
müssen sich die Gewinnsumme von bis zu 50.000 Euro gemeinsam erspielen. Das funktioniert besser als befürchtet. 43.000 Euro bekommen die prominenten Büßer beim Transportieren von Gegenständen mit langen Stöckern zusammen. Dann ruft Moderatorin Olivia Jones zur finalen Runde der Schande. Dann die Büchner geht die Düse. Ich kriege hier Panik. Ich weiß gar nichts mehr. Zitat Ende. Also, Yvonne Wölke und der Trovato-Jürgen musste raus. Haben es also nicht geschafft. Also auch Yvonne Wölke hat Promi-Büßen für sich nicht entschieden. Ja, wie gesagt, ich habe mich um Promi-Büßen-Berichterstattung genau auf dieser Thematik nicht gekümmert, weil ich einfach keine Lust hatte, über dieses Thema zu sprechen. Deswegen scoren wir ganz, ganz schnell weiter hierhin. Doch Joan zeigt sich bei der Gruppentherapie versöhnlich und lobt die Promis für ihre tapferen Versuche der Besserung. Eine besondere Ehre kommt noch den Mallorca-VIPs Steff und Dani zuteil. Sie hatten es tatsächlich geschafft, das Kriegsbeil zu begraben und friedlich miteinander umzugehen. So, jetzt können wir den ganzen Tränendrama bei Erik Sindermann mal überspringen. Ich glaube, das interessiert uns alles nicht. Hier sehen wir ihn auch, den Sindermann. Nein, und zwar hier geht es darum, Dani Büchner opfert sich. Die Promi-Büßen-Redaktion scheint an ihren Schikanien jedoch ihre helle Freude zu haben. Kurz darauf folgt für Dani und Leon nämlich schon die nächste. Sie erhalten gemeinsam eine Nachricht, die besagt, entscheidet jetzt, wer von euch beiden das Camp verlassen muss. Und wer ins Finale geht, könnt ihr euch nicht entscheiden, zieht keiner von euch ins Finale ein. Zitat Ende. Also darum geht es. Dani Büchner und Leon Mascher waren im Halbfinale und dann hat Promi Büßen gesagt, so passt auf, einer von euch kann nur ins Finale und ihr entscheidet einfach. Ja, so perfide es klingt, ihr entscheidet einfach. Und wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann müsst ihr beide gehen. Und dann haben wir hier, Dani streicht freiwillig die Segel und schickt Leon mit salbungsvollen Worten in die letzte Runde. Komm, du hast es verdient, ich bin nicht so, ich könnte mich nie selbst wählen, kämpf für uns. Ihre Opferbereitschaft sorgt für wahre Lobeshymnen bei den anderen Promis. Christine, ich glaube, kein anderer von uns hätte sich so entschieden, deshalb Hut ab an Dani. Steff schwärmt, das hat bewiesen, dass sie sich wirklich verändert hat. Ich hoffe einfach, dass die Hater da draußen einfach mal still sind, mir inklusive. Und letztendlich hat er hier das große Promi-Büßen denn dann auch gewonnen. So schnell kann man das zusammenfassen. Jetzt sprechen wir aber doch über dieses große Opfer von Dani Büchner. Ob das jetzt hier wirklich die Hater mundtot machen wird. Ja, meine persönliche Meinung. Erst einmal Hut ab von der Entscheidung. Das sage ich auch ganz ehrlich, ganz offen. Ich finde das gut, dass Dani Büchner so entschieden hat. Ich finde gut, dass sie gesagt hat, sie verzichtet auf 43.000 Euro. Ja, eine Tasche weniger. Es war gemein, war ein Spaß. Eine Tasche weniger. Nein, sie verzichtet da drauf und sagt, pass auf, Leon Mascher, du hast dich qualifiziert. Aus meiner Sicht, du kannst ins Finale einziehen. Eine gute Entscheidung, die man natürlich jetzt auch, die man jetzt auch nicht mehr rückgängig machen kann. Es ist so, wie es ist. Dani ist aus der Show, hat halt quasi jetzt hier, also eine Gage hat sie ja vermutlich trotzdem bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand reingeht, ohne eine Gage zu bekommen in einem TV-Format, was ich persönlich eh kacke finde. Das mal so nebenbei. Warum finde ich Promi-Büßen kacke, habe ich euch schon mal erklärt, kann ich euch aber nochmal erklären. Das liegt einfach daran, hier geht es ja nicht wirklich darum, dass die Promis für ihre Sünden büßen wollen. Beziehungsweise sollen. Es geht darum, eine TV-Produktion zu haben. Die Menschen kriegen dafür ihr Geld und dann wird sich nach Promi-Büßen kaum jemand wirklich verändern. So, jetzt die große Frage, hat sich Dani Büchner nach Promi-Büßen geändert? Mir persönlich ist nicht sehr viel Änderung aufgefallen. Es geht genau noch so gegen die Hater, die Kommentare werden genauso noch veröffentlicht, sie schießt genauso noch gegen die Hater. Ja, sie wehrt sich, ja, das ist richtig, sie wehrt sich, aber auf der anderen Seite habe ich auch nicht das Gefühl, dass das Image jetzt hier groß sich verändert hat, dass das Image jetzt hier groß aufgearbeitet wurde, ganz im Gegenteil. Eigentlich ist alles so, wie es immer war, nach Promi-Büßen. So ist es oft. Promi-Büßen ist vorbei und unsere Sternchen sind danach genauso, wie sie vorher waren. Meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht und ob Dani Büchner jetzt hier nun wirklich als Heldin gefeiert wird. Was man ihr anrechnen sollte und darf, ist natürlich, gar keine Frage, dass sie hier nicht eigennützig gehandelt hat, sondern Leon Mancher ins Finale gefeuert hat. Das ist völlig richtig. Aber ich persönlich kann einfach nicht aus einem guten Grund, also wenn man eine gute Sache macht, nicht sagen, Schwamm über alles andere. Das funktioniert einfach nicht. So sehe ich das jedenfalls. Ich würde mir wünschen, dass, damit möchte ich das Video ganz gerne jetzt die Sahne auf das Eis legen. Ja, ich würde mir wünschen, dass Dani diesen positiven
Vibe nutzt für sich selbst, um ein anderes Image sich aufzubauen, um vielleicht die kleine Veränderung vorzunehmen und nicht mehr Hater-Nachrichten teilt, darauf eingeht, die Namen veröffentlicht, zurückschießt, dass das alles reduziert wird und dass man sich jetzt nur noch um die Menschen kümmert, die einem was Gutes wollen, nämlich die Zuschauer, von denen man gute Zuschriften bekommt, und dass man Fanmanagement betreibt und quasi den Zuschauern die Aufmerksamkeit gibt und nicht den Hatern. Das wäre so mein Wunsch, ja. Allerdings, und jetzt ziehe ich mein großes Fazit, wir haben ja hier, wie gesagt, dieses Statement von Jolina, wo ich halt schon wieder glaube, das war unüberlegt, das wurde dann auch nochmal geteilt, und da denke ich mir halt schon wieder, das ist egal. Dann haben wir noch eine Sprachnachricht im Übrigen von Leon Marcher, die hat Dani gestern auch gepostet, ja, zum Thema, ich nutze jetzt natürlich den Fahrtwind der positiven Schlagzeile, die habe ich euch auch noch einmal eingefangen, die hören wir uns auch noch einmal ganz kurz an. Und zwar ist das diese hier. Ey, Dani, ich schwör's dir, vielen, vielen Dank nochmal. Danke, ehrlich, dass du diesen selbstlosen Move gemacht hast. Digga, wirklich, wirklich, werde ich dir nie verzeihen. Werde ich immer im Herz behalten, immer in guter Erinnerung. Unglaublich. Alter, du hast die Welt verdient, ey. Wie kann man das gut machen? Wie kann man das gut machen, Alter? Wie kann man das gut machen, Dani, ich schwör's dir. Ehrlich, Mann, Alter, ich sag dir, deine Kinder können auch stolz auf dich sein, dass die so eine krasse, starke, tolle Mama haben an ihrer Seite, Digga. Weil, ey, ich sag, diese Veränderung, die du auch in der Show abgeliefert hast, wow. Wow, wow, wow. Leon Marcher, mehr hat er dazu nicht zu sagen. Er hat sich gefreut, gar keine Frage. Es war ja auch ein toller Move von Dani, ich will's gar nicht kleinreden, sondern ich akzeptiere das, ich sehe das und bin wirklich gespannt, wie sich das Social-Media-Auftreten jetzt zukünftig verändert, meine Lieben. Gut, ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch aber vom Herzen noch einen schönen restlichen Tag, einen guten Start ins Wochenende. Natürlich einen schönen Heiligabend. Wir sehen uns aber vorher natürlich noch wieder. Da gibt es von mir noch einige interessante Videos, meine Lieben. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und ich mache mich jetzt los. Also, ciao.